Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. Nach einer ungeplanten und sehr langen Pause. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es dazu kam, aber ich bin zurück. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was jetzt meine Aufgabe ist. Es sei denn, ich gucke nach rechts. Auf meine Questziele. Gefallen Engel sucht die Kammer des Leidens. Ja, okay, wenn es so steht, dann ist es wahrscheinlich unsere Aufgabe. Ja. Wahrscheinlich fällt euch dann steht auf, dass ich ein bisschen Gold gefarmt habe. Ziemlich viel. Und geplant. Wie die Pause. Ja. Und es ist weiter so geblieben. Ich werde, wenn es möglich ist, die Folge ruhig anfangen. Der Templer hat uns wieder was zu erzählen, und zwar über Lektionen. Viel Spaß. Ihr habt eurem Orden zu viel Vertrauen geschenkt, Cormac. Ich verstehe nicht. Ohne Erinnerungen könnt ihr unmöglich beurteilen, ob euch Gerechtigkeit widerfahren ist. Ich glaube, dass dem nicht so ist. Alles, was euch erzählt wurde, könnte eine Lüge gewesen sein. Mir sind schon ähnliche Gedanken gekommen. Aber heißt das, dass alles, was ich getan habe, vergeblich war? Alles? So, ich muss sagen, die passen sehr gut zusammen. Also der Turmbeschwörer und der Templer. Kleiner Spoiler, es gibt dann später noch einen dritten Verbündete, eine Magierin. Ja, ich weiß nicht, wie die sich so machen. Ich habe das bis jetzt noch nie ausprobiert. Mit dem Turmbeschwörer immer Cormac, keine Ahnung warum. Vermisst ihr mich nicht? Nicht mal ein ganz kleines bisschen? Nein. Was in den brennenden Höllen geht hier vor sich? Erst die Toten, jetzt dunkle Kultisten? Einfach so eiskalt abgewiesen. Ich habe geschuftet wie ein Irrer, damit ich dir diese feinen Waren anbieten kann. Haben die ihr nichts zu erzählen? War Comic der Einzige? Das ist also das. Ja, das ist für dich das Ende. Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen werden. Arme Lea. Ich mag dich. Du erkennst die wahre. Ha. Sir. Sag nichts. Du hattest recht, Eran. Wenn wir mehr Soldaten rekrutiert hätten, wäre Kane vielleicht noch am Leben. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass es mir leid tut. Ich weiß, dass ihr den alten Mann mochtet. Habt ihr aber drüber nachgedacht? Scheint nicht einfach gewesen zu sein. Der Spruch. Auch nach einem Monat Pause habe ich mir den Erzähl mir es gemerkt. niemand. Hier schätzt die Arbeit, die ich mir mache, um überhaupt an diese feinen Waren zu kommen. Dabei ist es nicht einfach, kann ich. Ich hasse es, wenn Leute so reden. Und du? Okay. Wenn niemand was zu erzählen hat, und warte mal, ich glaube, in Leias Zimmer war noch ein Tagebuch. Das verschwindet immer. Okay. Dann wird es Weißt also du, was ich am alten Kane vermissen werde? den Bart. Einfach am Tisch da drüben gesessen. Kann man das leisten? Verfluchte Feste. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich porte mich einfach mal so dahin. So. Flutsch. Da bin ich. In der Hölle. So, ich muss mal gucken. Geld meinen hier, Versicherung. Todes, la. Das hier. Das ist gut. Singularität. Kein Schauspiel. Das ist wohl der beste Geisterbeschwörungszauber. Verbraucht die ganze Essenz, aber krieg ich dafür was richtig Gutes. Und je mehr Essenz ich habe, desto
stärker wird. Offensive! Oh, wie ich das vermisst habe. Wir sehen sie. Ja. Jetzt müssen wir was Kleines nebenbei. Am Freitag habe ich meinen 13. Abonnenten bekommen. Der wird mir Glück bringen. Ohne hier irgendwie anzugeben. Euch gebührt Ehre. Neue Rune. Okay. Nee. Nee. Auch nee. Ich vermute mal, da geht's nicht runter. Ich bin irgendwie ein bisschen zu stark. Vielleicht soll ich dann in der nächsten Folge den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochdrehen. Es ist ja immer noch auf Meister. Vielleicht soll ich es mal auf Qual einstellen. Noch was Witziges nebenbei. Nach Qual gibt es nichts Neues, außer Qual 2, 3, 4 und so weiter. Ich glaube, es geht bis 20. Was? Da geht's hoch, da will ich nicht. Sie hätten rennen sollen, als sie es noch konnten. Ja, dafür sind die aber nicht animiert. Die haben immer den Befehl, mich zu töten. Voll hässlich, die Maske. Ich bleibe bei Kapuze. Also mit diesem ein Skelettmagier. Ich beschwöre den. Ich stärke meine Essenz nebenbei, während ich zuschlage. Und kann auch gleich noch einen extrem mächtigen Skelettmagier beschwören. Das ist krass. Und auch besonders praktisch bei Bosskämpfen. Yo. Was? Den hast du nicht erwischt? Was seht ihr? Jetzt habe ich schon zwei. Fängt euch. Jetzt kann ich einfach alles zerstören. Und ich sehe nichts. Ein paar Dinge muss ich noch sagen. Es gibt... Also Diablo 4. Das wird wohl, glaube ich, erst nächstes Jahr released. Weil... Schwäche überkommt euch. Das Spiel ist A, noch nicht fertig und B... extrem fehlerhaft, wie das halt bei den heutigen Spielen sind. Die sind immer extrem fehlerhaft. Darum kauft euch am besten ein Spiel niemals zum Release. Sondern am besten erst, wenn es ein bisschen in Jahre gekommen ist. Da ist es billiger und es funktioniert.
Und ich hoffe, es funktioniert auch das Sound, weil vorhin, ich habe sehr viele Testaufnahmen machen müssen mit meinen anderen Totenbeschwörer, den ihr vielleicht in den anderen Video schon gesehen habt. Oh, Blizzard, nee, was soll das? Warum versucht ihr andauernd, unsere Kindheit zu zerstören? Indem ihr uns selbst dazu zwingt. Es gibt kein Cool-Level, aber das. Und ich war gestern mal in Richtung Mediamarkt. Und, warte, ich mache jetzt mal diese Dinger platt. Ja, ich war gestern mal in Richtung Mediamarkt. Ich habe gestern gegoogelt, die haben offen. Sonst steht da nichts. Aber als ich dann dort war und ich einen Schritt in den Laden gemacht habe, da wurde ich dann einfach hier voll angebrüllt, wie hier, ich soll hier einen Termin machen, sonst darf ich da nicht rein. Erstens hätte man es nicht auch freundlich machen können, und zweitens, wenn ihr schon darauf besteht, dass man vorher einen Termin machen soll, um sich irgendwas zu kaufen, dann schreibt das doch auch in eure Internetseite. Nee, die machen jetzt sowas. Und so wie der Typ aussah, war ich mir sicher, Mediamarkt haben einen Schlägertypen angestellt. Also bin ich dann wieder gegangen. Und habe dann erstmal eine fette Beschwerde geschrieben. Erstens über die Scheiße, dass sie uns da das nicht informieren auf ihre Internetseite. Und über den Wachmann. Vorwärts! Ich weiß, Corona, und man soll vorsichtig sein und Abstand halten. Aber müsst ihr dann die Kunden gleich so anbrüllen und dann noch beschimpfen? Vor allem noch neben mir, da war noch eine Frau mit einem Kind im Kinderwagen, und der. Und die werden einfach angebrüllt. Was soll denn das Scheiß? Ey Leute, da war ein Kind im Kinderwagen. Manche werden bestimmt gleich schreiben, das ist normal, dass in einem Kinderwagen ein Kind liegt. Heute nee. Heute werden diese Einkaufswagen reingelegt. Und die Kinder, die normalerweise noch nicht laufen können, die werden dann zum Laufen verdammt. Ich weiß, Laufen ist gesund und man soll es auch frühmöglich üben. Aber wenn die... Aber wenn die Kinder noch keine Kraft haben oder noch nicht genug Kraft haben in den Beinen, die dann zum Laufen zwingen. Wisst ihr, was sie dann später in ein paar Jahren für Probleme haben? Ich kenne da jemanden. Euer Tod naht. Und genau das haben seine Beine ihnen dann auch gesagt. Weil er halt gezwungen war, mit Laufen anzufangen, wo er es noch nicht konnte.
Komm, jetzt runterrollen. Komm. Wäre nur dieser finstere Ort gemeinsam mit seinem Herrscher zerstört worden. Dann hätte dieses Spiel keinen guten Dungeon gehabt. Kammer des Leidens. Ich glaube, dass da ein Bossgegner wartet. Ah, geht noch nicht. Egal. Muss nicht sein. Gehen wir rein. Und wenn da ein Bossgegner ist, klatschen wir ihn nieder und vielleicht retten wir dann den gefallenen Engel. Ja, Bosskamp-Arena. Lea ist sicher zurück in Tristram und heult sich über der Leiche des alten Mannes die Augen aus dem Kopf. Schon bald wird sie wegen noch jemandem weinen können. Deinetwegen. Ich darf vorstellen, der Schlechter. Frischfleisch. Bist du eine Monstrosität aus Wirkhoff 3? Ich benötige Essenz. Grünzeug schlecht. Fleisch gut. Ja, der ist ziemlich nervig. Vor allem noch hier. Der Boden fängt einfach mal an zu brennen. Leider ist der Typ feuerfest und ist auch zu dumm. Okay, doch nicht. Er lockt uns. Da. Ja, der lockt uns sogar ins Feuer. Ich wollte gerade sagen, dass er zu dumm ist, um uns in dieser Falle zu locken. Aber nee, er tut's. Es braucht noch etwas Zeit. Ich merke gerade, der ist viel zu leicht. Ich werde... Schnauze. Ich werde, nachdem ich diese Folge beendet habe, welchen Schwierigkeitsgrad hochdrehen. Weil ich will auch eine Herausforderung haben und kein Speedrun. Ich esse dein Fleisch. Meine Macht wächst. Scheint, als müsste ich dich enttäuschen, Schlechter. Neues Wissen. Die Wahrheit über den Schlechter-Dämon war um einiges schrecklicher, als ich jemals erwartet hätte. Offensichtlich gibt es in den brennenden Höllen viele von ihnen, obwohl sie einst einzig und allein Diablo gehorchten. Die Schlechter werden aus Körperteilen anderer Dämonen zusammengenäht, um so all ihre Stärke in einem einzigen Körper zu sammeln. Anschließend werden sie mit böser Magie zum Leben erweckt. Und warum sind sie dann so schwach? Na egal. Echt krasse Bosskampf-Arena. Dann noch dieser Backofen unter uns. Keller der Verurteilten. Ja, ich glaube, hier wurden immer die Verbrecher hingeschickt. Wie geil das alles aussieht. Da hinten noch mehr Treppen. Kennt ihr das in solchen Filmen? Diese Treppenräume? Gemischt mit Treppenlabyrinth? Was war das für ein Schrei? Oh! Oh! Das Schrei ist so herrlich. Können wir bitte aus dem Bild gehen? Ich sterbe.
Hier, euer Schwert. Mein Schwert. Jetzt erinnere ich mich. Ich war ein Erzengel der hohen Himmel. Ich war die Verkörperung der Gerechtigkeit. Ich war. Ich bin. Tyrael. Ja, das ist Tyrael. Ich muss euch leider beichten, ich habe ihn leider wieder so erkannt, als ich hier ein bisschen Gold gefarmt habe. Ja. Aber ich kann euch mal erzählen, wie es mir da ging, wo ich das zum ersten Mal gespielt habe. Ich dachte so, was? Nee, das kann nicht sein. Das ist unmöglich, der Erzengel. Ja, und dann, wo ich Mauszeiger auf ihn draufgehalten habe, hat sich sein Name auf dem Kopf tätowiert. Und hat anscheinend auch keine Haare. Ihr habt meinen Geist wiederhergestellt, Freund. Und nun erinnere ich mich, wovor ich euch warnen wollte. Belial und Asmodan, die letzten Herrscher der Hölle, entfesseln eine Flut der Dunkelheit, die diese Welt ertränken wird. Schon jetzt ist Belials Schatten über Chaldeum gefallen. Die Priester von Raratma hatten befürchtet, dass dies passieren würde. Wir müssen schnell handeln. Lasst uns nach Tristram zurückkehren und uns vorbereiten. Die Priester von Raratma. Habt ihr es auch gehört? Egal. Ach du Scheiße, ist das viel Blut. Und ist das durch mich jetzt passiert? Geil. Und hier noch ein blubbender Blutpool, in den ich kein Bad nehmen will. Wer will denn das schon? Außer ein Verrückter. Was? Warte mal. Ah, jetzt war ich wieder. Also, wahrscheinlich habt ihr schon gewusst, dass Diablo 2. Dass daraus ein Remake gemacht wird. Oder Remaster. Keine Ahnung, kenne mich damit nicht aus. Blut und Geifer mögen unsere Rüstung beschmutzen, doch unsere Seelen bleiben rein. Ja, wir sind blank geputzt. Ja. Vielleicht werde ich es streamen. Also Livestreams, die sind für dieses Jahr schon geplant. Aber wann, das weiß ich nicht. Es kommt natürlich auch drauf an, wann die es veröffentlichen. Was noch geplant ist, ist ein WoW Suroma Let's Play. Leider nicht mit meinem Vulpera, auch wenn manche von euch den gerne sehen würden. Nee, mit einem anderen Charakter. Weil mit meinen Schurken habe ich das schon gemacht. Und ich habe nur einen Schurken. Hat sich noch nicht rumgesprochen. Muss erst mal mit ihm reden. Die Zeit wird knapp, Freunde. In eben diesem Moment wächst Belials Einfluss in ganz Chaldeum. Aber wie sollen wir ihn aufspüren? Das ist gar nicht nötig. Magda und ihr dunkler Zirkel werden uns direkt zu ihm führen. Ich gehe nirgendwo hin, bevor Onkel Deckard seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Dafür ist genug Zeit. Ich habe eine Karawane angefordert, die uns nach Osten führen soll. Sprecht mit dem Karawanenmeister, sobald ihr bereit für den Aufbruch seid. Wir kümmern uns dann um Kane. Karawane? Das heißt, Neutristam endet hier. Und das ist eine gute Zeit, weil die Abstunde ist fast vorbei. Und so lange dauern halt meine Folgen. Herrscher der Hölle. Ich möchte mehr über die Dämonen erfahren, die wir bekämpfen. Belial ist der Herr der Lügen. Er verlangt nach Macht, noch vor allem anderen. Und seine 1000 Intrigen sind darauf ausgerichtet. Sein Bruder, Asmodan, herrscht über die andere Hälfte der Hölle als der Herr der Sünde. Ich spüre seinen Einfluss in dieser Welt. Aber ich weiß noch nicht, wo er zuschlagen wird. Belial wird es mit Sicherheit wissen.
Dieser Tage sind sie eher Feinde als Verbündete. Aber ich bete, dass ihr Recht behalten werdet. Diese Herren, der das und das, die haben immer solche Namen über schlechten Eigenschaften. Zum Beispiel der Herr der Lügen, der Herr des Hasses. Da fällt mir gerade irgendein Blödsinn ein. Die Herren der Seuche, Corona. Ich weiß, man macht darüber keinen Spaß, aber das musste ich jetzt mal gebracht haben. Okay, es hat sich nichts Neues ergeben. Hast du noch was zu erzählen? Reden? Hi. Ich sehe euch an, dass ihr keine Ruhe geben werdet. Ihr wollt hören, was mit meinem Vater geschehen ist. Ja. Yeah. Nun gut. Mein Vater bemühte sich, die Gerüchte über meinen Großvater zu zerstreuen. Doch niemand hörte auf ihn. Eines Nachts, eine Woche später, kamen wahnsinnige Flüchtlinge aus Tristram, um Rache zu üben. Ich erinnere mich daran, wie mein Vater schrie, wir sollten fliehen. Und ein bösartiges Gelächter. Viel davon. Kurz bevor Justus mich aus dem Fenster schob, konnte ich sehen, wie mein Vater über die Treppe auf mich zukroch. Mit zwei Dolchen im Rücken und einem dritten, der ihm aus der Kehle baumelte. Wer hat seinem Ende mutig entgegengesehen? Was bedeutet das einem Kind, dessen Vater tot auf der Treppe liegt? Seid ihr Ubisoft-Charaktere? Oh, die Vorstellung, wie seine Klinge aus dem Hals baumelte. Ja. Da ist noch was, was ich sagen möchte. Jetzt, weil ich einiges über weiß, was auf uns zukommt. Die Geschichte, die ist komplett wieder blind für mich. Ich habe eigentlich nur diese neue Waren, die dir bestimmt gefallen werden. Also bevor ich mit meinen anderen Todbeschwörer diese ganzen Weltquests gemacht habe, da habe ich von Geschichte. Halt! Man hat so die Option, entweder man geht der Geschichte nach oder man schaltet um auf Abenteurer, so nennt sich das. Und macht dann halt. Ein herzliches Leben. Schnauze. Und macht dann halt diese Weltquest außerhalb der Geschichte. Also man hatte völlig komplett andere Bossgegner und andere Gegenden. Das war sehr interessant. Und auch eins. Das sah aus wie. Das war ein dunkler schwarzer Palast, den man sich aus seinen schlimmsten Albträumen nicht ausdenken könnte. Und dann noch. Hey, komm her! Ein Goldraum. Oh, ich hasse, wenn Leute so reden. Komm her. Widerlich. Wohin geht es als nächstes? In die große Wüste? Wir gehen nach Caldeum. Caldeum? Ja, das große Juwel des Ostens. Es ist eine Stadt, kein Juwel. Das weiß ich doch. Na, Hauptstädte oder die schönsten Städte in einem großen Land, die werden ja meistens Juwel genannt in dieser Welt. Da geht er hin. Wir haben jetzt mehr Freiwillige, als wir aufnehmen können. Alles dank euch. Seid vorsichtig da draußen. Bin ich. Also bevor wir, das ist witzig, bevor wir hier alles erledigt haben, sind alle immer so voll depressiv. Und wenn man dann hier alles erledigt hat, dann wollen alle gleich feiern. Oh, hast du noch was zu sagen? Das ist also das Ende? Er hat nur das zu sagen. Okay. Schuft, hast du was zu erzählen? Würdet ihr etwas anders machen, wenn ihr die Wahl hättet? Nein. Also ich würde alles anders machen. Vertraut der Logik, nicht der Hoffnung.
Versucht erst mal in einem Elendsviertel zu leben, bevor ihr mir Vorhaltungen macht. Mein Leben war bewegter, als ihr es euch vorstellen könnt, Lyndon. Okay, Lyndon heißt der. Der hat nichts Neues zu erzählen. Schade. Hast du noch was zu erzählen? Nein. Ich habe ein paar neue Sachen aus. Möge die Gnade der Uralten eure Seele erwärmen und Rechtschaffenheit euch durchdringen. Das klingt schmutzig. Hab gehört, die Stadt wäre gerettet. Wir können wieder rausgehen. Und trotzdem bist du noch hier. Naja, da draußen sind frische Luft und nüchterne Leute. Und das ist warum so schlimm? Und nochmal hier den sympathischen Typen ohne Hemd nochmal nett verabschieden. Tschüss. Die kann man nicht mehr anklicken. Die auch nicht mehr. Ja, wenn das alles ist, dann war es das für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, wie es läuft. Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Ich mache das zukünftig nicht mehr so langgezogen. Ich mache es einfach kurz und schmerzlos. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Sollen wir nach Caldeum aufbrechen, mein Freund? Aus einem anderen Grund bin ich nicht hier. Es waren nur Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Tyrael! Das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan. Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit. Während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Könnt mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden? Sakrileg! So bin ich gefallen. Einzige Hoffnung für diese Welt ist. Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit, nie vollendet. Ich werde sie vollenden.
Ich führe sie für dich fort. Wer von euch hilft mir, ihn zu rächen?